Look at them graphics. Und alles stürzt schön ein, das ist schön. Heißt, haben wir es etwas geschafft, Zelda zu retten und sind Ganondorf los? Dann ist das Spiel ja eigentlich gewonnen, oder? Yay! Freude! Ins Party! Ins Party! Arte! Ah. Okay. Ich fühle mich cool, ich habe ein Leuchten auf der Hand. Ja. Und dich brauche ich gar nicht. Ist der Witz dran? Rule number one. Rüste das Bigoron-Schwert aus. Rule number two. Puzzle ihm einfach unter die Beine durch. So schwer. Komm, geh einfach K.O. Zum ersten Mal. Jeder Hit ist scheiße und das ist scheiße. Vor allem, weil noch ein Hit gebraucht hat, dann wäre ich zum Masterschwert-Modi übergegangen. Weil ich glaube, den kann man wirklich nur mit Masterschwert besiegen. Ja, man muss sie mit dem besiegen. Aber meine eigentliche heilige Waffe ist ja ein gewisses Langschwert, ein Bigoron-Schwert. Thank you.
Und mal kurz was machen. Ja, eine Vieh, Hammer. Eine Vieh, Hammer. Eine Vieh, Hammer. Heißt, wir haben zwei Leben. Yes! Zwei Leben. Das ist gut. Ah, das müssen wir noch schaffen. Eine zweite einzufangen. Und vielleicht sogar eine dritte. Dann hat Ganondorf nichts mehr zu lachen, weil selbst wenn er dann uns noch töten sollte. Okay, Feen sind weg. Schade. Einmal lieber das hier wieder weg. Bomben braucht man immer. Pfeile. Dann haben wir noch 12 Stück. Ich habe den Kampf nicht ernsthaft am Ende hinausgezögert, wie noch was. Ich versuche gerne mit meiner Macht, mit meiner Kraft zu bannen. Nimm du das Schwert und versetze ihm den Todesstoß. Und es ist scheißegal, was du machst. Du machst den sehr so platt. Ja. Oh, ihr sechs Weisen, es ist weit. Gebt mir eure Kraft. Und du, Link, gib mir ein Kind. Mein Witz. Ihr Schaffer Hyrules. Öffnet das versiegelte Portal und schickt diese Kreatur des Bösen in den Abgrund der Hölle. Höhle. Ja, kannst du ruhig weiterklicken. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Du! Oh. Du! Widerlicher! Ich verfluche dich! Zelda! Ich verfluche euch! Ihr Weisen! Bleib ich unverflucht? Danke. Ich verfluche dich, Alter! Ah! Ach, eines Tages werde ich euer Siegel brechen. Dann werde ich eure Nachfahren auslöschen. Solange das Fragment der Kraft in meiner Hand ist, Anstark-Contest.
Danke, Alter. Oh, ich kann klicken. Dank deiner Hilfe ist es uns gelungen, den Großmeister des Bösen in das Reich der Hölle zu verbannen. Nun wird wieder Frieden herrschen in unserer Welt, hoffentlich für alle Zeit. Noch was mal. Ich bin schuld an all dem Unheil, das über Hyrule kam. Ich war zu jung, ich konnte noch nicht wissen, welche Fairness sich mir auftun würden. Ich habe dich in all das hineingezogen. Nun ist es an der Zeit, meinen Fehler wieder gut zu machen. Leg nun das Masterschwert aus deinen Händen und schließe so das Zeitportal. Nein! Die Verbindung zwischen den Zeiten sei für immer gelöst. Nein, ich will alt bleiben! Altair, gib mir die Ocarina. Als eine der Weisen habe ich die Gabe, dich in deine Zeit zurückbringen zu können. Ich will aber nicht! Ich will alt bleiben! Ich hab Eier und ich hab Haare am Sack! Es geht doch nicht! Ja, ich bringe gerade den Moment in den Arsch, aber hey, das ist ein typisch. Bin so. Nun herrscht wieder Frieden in Hyrule. Und nun ist es für uns an der Zeit, Abschied zu nehmen. Geh nun, Alter, ihr. Hol die verlorenen 7 Jahre nach. Geh nach Hause, dorthin, wo dein Platz ist. Als der du aufwuchst. So. Danke, Alter, ihr. Lebe wohl. Und damit, Leute, haben wir es hinter uns gebracht. Wir haben nun offiziell Legend of Zelda Ocarina of Time fertig, let's played. Oh. Dann wird es Zeit für ein Fazit, oder? Also, ich lehne mich zurück, beuge mich nach vorne, um einen Schluck zu trinken, weil ich habe meine Flasche unter dem Tisch stehen. Frag nicht, wieso. Oh. Der tut gut. So, Fazit-Time. Wir sehen die Credits von Legend of Zelda Ocarina of Time. Eins der Projekte, die ich eigentlich als lang erwartet hätte, aber mit den jetzigen Anzahlen von Parts, 50, 60, ich glaube 60 Parts, 70, so um den Dreh 70 Parts müssen es geworden sein insgesamt. Und ja, die Partlänge ist eigentlich unwichtig, aber naja. Das Projekt ist sowas wie eins der ersten Projekte gewesen, die ich gehabt habe. Und das zweite, das ich beendet habe. Ich bin froh. Irgendwie. Aber auch traurig. Weil ein sehr tolles Spiel für mich zu Ende geht. Und deswegen Empfehlung für alle, die noch nie Legend of Zelda Ocarina of Time gespielt haben. Spielt es mal selbst. Es kommt anders, als wenn ihr, ein Let's Play schaut. Ein Spiel selbst spielen ist natürlich ein meilenweiter Unterschied zum Let's Playen. Beim Let's Playen schaust du einfach zu und lässt das Spiel auf dich wirken, während eine andere Person drüber redet. Beim Selbstspielen kannst du auf Kleinigkeiten achten, du kannst Wege anders gehen. Jeder spielt anders. Durch das Let's Playen kann man sich nur andere Eindrücke schauen, wie spielt der das, wie komme ich da weiter, beispielsweise, wenn ich beispielsweise bei einem Spiel mal nicht weiterkomme.
schaue ich in einem Walkthrough nach. Oder entweder Walkthrough oder gleich Let's Play. Und wenn der Let's Play das auch noch gut macht, dann habe ich einen neuen Let's Player gefunden. Finde ich schön. Okay. Oh, das ist natürlich ein schönes Bild. Hey, Mario und Luigi. Nein. Marlon und der andere Typ. Alle tanzen und sind glücklich. Ein Problem haben wir nur. Die Kokiri. Ich wiederhole es, die Kokiri sind da. Was ich damit meine ist, die Kokiri können ihr Wäldchen nicht verlassen, sonst sterben sie. Ah, wir sind mal nicht so kleinlich. Nein, Spigoron. Und die beiden sitzen so ausgeschlossen und da ist Mido, der Bardo-Verschnitt. Da fliegen die Weisen. Doch, was machen sie? Ich bin immer traurig, wenn ich ein Spiel irgendwie durchspiele. Weil es ist eben... Man hat es durchgespielt. Und vor allem bei Legend of Zelda Spielen ist es noch schlimmer irgendwie. Weil die ja dann, wenn du fertig hast, nur noch vielleicht Herz 100% fertig machen. Ist Sinn. Und dann kannst du nochmal einen Boss umhauen mit 100% Item und Equip und so weiter. Aber insgesamt bin ich froh. Und traurig zugleich, wie schon erwähnt. Dass ich ein Spiel beendet habe, ein Let's Play beendet habe, bin ich froh. Aber traurig, dass ich Legend of Zelda beendet habe. Ocarina of Time. Eins der, naja, genialsten Spiele, Serien ever. Es ist, mag so ein Ocarina of Time sein, aber trotzdem. Und da steckt nun das Master Schwert. Bereit für den nächsten Abend, für die nächsten Abenteuer. Und hier ein fettes Dankeschön an Nintendo. Für ein episches Spiel. Für dieses epische Spiel. Beginnt jetzt alles von vorne oder was? Hey, da hinten ist Mario, Luigi und Bowser. Mhm. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. The End. Und somit ist das Let's Play offiziell zu Ende. Hui. Und somit dürft ihr nun gespannt sein auf das, was als nächstes kommen wird nach Legend of Zelda Ocarina of Time.
Was es sein wird, ich werde es nicht verraten, aber ich hoffe, ihr freut euch schon drauf, was kommen wird. Und wenn es dann da ist, freut euch hoffentlich noch mehr, denn das ist ja das Retro-Let's Play. Die Schiene Retro. Also könnt ihr auf irgendwas Altes freuen. Ich beende somit hiermit das Let's Play. Diesen Part. Diesen letzten Part von Legend of the Ocarina of Time. Und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten, beim nächsten Projekt. Und bis dahin sage ich nur danke fürs Zusehen und viel Spaß bei was auch immer ihr noch machen werdet. Ich werde jetzt erstmal aufs Klo gehen, mich ausrollen. Bis denne. Ja, also Leute, tschüss.